Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Severin Wiedemann, Delta Lima 9 Sierra Whisky, mein Rufzeichen. Ich bin Funkamateur Lizenzklasse A und werde euch heute mal ein bisschen was erklären zu Funkverkehr am physikalischen Limit. Das ist eine sehr beliebte Spielart, die die Funkamateure betreiben und interessiert mich selber auch sehr. Ja, Funkverkehr am Limit. Was bedeutet das? Letztendlich geht es darum, wie weit können wir überhaupt funken? Welche Möglichkeiten haben wir, mit Funk Distanzen zu überwinden, Informationen zu übertragen? Um das ganze Thema erklären zu können, sind ein paar Grundlagen wichtig. Die erkläre ich vielleicht jetzt im Schnelldurchgang. Ich möchte da jetzt technisch nicht auf die Details eingehen. Grundsätzlich wichtig ist das Verständnis zum einen, dass man weiß, was ist ein Dezibel. Dezibel vielleicht schon mal gehört aus der Audiotechnik. Da geht es um Lautstärke, was ist lauter oder leiser. Beim Funk geht es um die Signalstärken. Das Dezibel ist grundsätzlich eine logarithmische Maßeinheit. Das bedeutet, das ist recht praktisch zum Rechnen, weil man immer mit entsprechenden Abschwächungen je nach Entfernung zu tun hat. Das Ganze ist immer ein logarithmischer Verlauf und deswegen hat man dafür eine eigene Einheit. Das ist das Dezibel. Wird eben, wie gesagt, oft in der Funktechnik oder auch bei Energie- und Leistungsgrößen verwendet. Und jetzt haben wir mal hier als Beispiel eine Tabelle, dass man sich mal was vorstellen kann darunter, wenn wir hier von Dezibel sprechen. 0 Dezibel ist einfach der Faktor 1, so kann man sich das merken. Und wenn man jetzt mal hochgeht und sagt 10 Dezibel, dann sind wir bei einem Faktor von 10 schon. Bei 20 Dezibel Faktor 100, 40 Dezibel Faktor 10.000. Also das ist immer eine 0 mehr oder eine 0 weniger, wenn ich in die negativen Werte gehe. Minus 10 Dezibel wären der Faktor 0,1. Also das bedeutet, habe ich ein Signal, was um 10 Dezibel geringer ist, habe ich nur noch 0,1 mal den Wert des Signals, des ursprünglichen Signals vorhanden. So kann man sich das, glaube ich, am besten vorstellen. Ich möchte da jetzt mathematisch gar nicht groß drauf eingehen, nur dass einfach klar ist, um welche Größenordnungen wir reden. Das sind also immer Zehnerpotenzen. Das bedeutet also, ein Signal von minus 40 Dezibel ist 0,0001 mal so stark wie die ursprüngliche Aussendung, wenn die mit 0 Dezibel erfolgt ist. In der Funktechnik ist das meistens dann auch bezogen. Dezibel ist ja eine abstrakte Einheit, das muss auch bezogen werden auf einen bestimmten Wert immer. Das ist in dem Fall das Milliwatt oder das Watt. Dann gibt man so eine Einheit an mit 0 dBm, das entspricht dann einem Milliwatt oder 0 dBw, ein Watt. So, um zu verstehen, was ist am Limit möglich, müssen wir unseren Feind kennenlernen. Das ist die sogenannte Freiraumdämpfung. Die Freiraumdämpfung reduziert praktisch die Leistungsdichte eines ausgesendeten Signals nach einem bestimmten Gesetz und das ist in dem Fall quadratisch. Ich habe das zur Veranschaulichung hier mal aufgeführt. Wir gehen idealerweise von einem sogenannten Punktstrahler aus. Das bedeutet, wenn wir an diesem Ort ein Signal aussenden, dann entfernt sich das von uns und entsprechend je nach Abstand haben wir hier eine Fläche, die quadratisch zunimmt, auf die sich die ausgestrahlte Leistung verteilt. Und bei einem Isotopenstrahler, sogenannter Isotoperstrahler, das ist der ideale Rundstrahler, den gibt es in echt nicht, verteilt sich diese Leistung, die ich aussende, einfach auf eine Kugeloberfläche. So kann man sich das vorstellen. Das Ganze ist mathematisch ausgedrückt, also Leistung pro Fläche. Und bei der Kugel ist die Kugeloberfläche 4πr². Damit ist auch erklärt, warum das quadratisch abnimmt, das Ganze. Weiterhin Einfluss auf die Freiraumdämpfung hat auch die sogenannte Antennenwirkfläche. Das bedeutet, hat man vielleicht schon mal gesehen, wenn wir mit Kurzwellen funken, dann werden Signale mit sehr großen Antennen übertragen. Der typische Funkamateur hat ja oft so ein, ich sag jetzt mal, 10 Meter plus Beam irgendwo auf dem Haus stehen. Das sind bei der Kurzwelle, bei den langen Wellenlängen einfach eine größere Wirkfläche, die die Antenne alleine schon hat. Und bei kleineren Frequenzen, insbesondere im Gigahertz-Bereich, weiß man gerne, WLAN-Antennen, die sind dann eher in der Größenordnung oder noch kleiner. Das heißt, ich habe natürlich auch ein entsprechend kleines Raumsegment,
Und dadurch hat die Frequenz einen Einfluss auf die Leistung, die ich entnehmen kann aus diesem Raum, weil natürlich die Antenne eine geringere Fläche auch beansprucht. Das ist die sogenannte Antennenwirkfläche, die hängt hauptsächlich vom Lambda von der Frequenz ab hier. Beides zusammengenommen ist dann die sogenannte Freiraumdämpfung. Das Ganze wird dann in einer Formel ausgedrückt. Das PRF hier, das ist letztlich die Frequenz hier, F und R der Radius und C ist hier die Lichtgeschwindigkeit. Das Ganze, wichtig ist nur vielleicht fürs Verständnis, dass das Ganze eben quadratisch abnimmt. Ich habe das hier mal für ein paar Frequenzen aufgeführt. Hier sieht man den Abstand in Metern, 75 Meter hier am Ende der Skala, hier oben die Dezibel. Und jetzt haben wir eben gerade gelernt, also jeder Zehnerschritt Dezibel ist immer eine Null mehr oder weniger. In dem Fall hier natürlich weniger, weil ein Signal ja gedämpft wird, wenn es ausgestrahlt wird. Jetzt sieht man also sehr schön, bei 2,4 Gigahertz zum Beispiel haben wir nach 50 Metern gerade noch so, naja, ich sage jetzt mal etwas zwischen 70 und 80 Dezibel an Dämpfung. Also das bedeutet, da sind schon 7 Nullen im Spiel. Klingt jetzt relativ wenig, ist aber für einen guten Empfänger noch relativ angenehmes Signal. Also ich sage mal, wenn man das mit einem Amateurfunkempfänger empfangen würde, der hat eine Empfindlichkeit, und das ist jetzt das Nächste, was ich euch da erklären möchte, von, ich sage jetzt mal grob, 120 Dezibel, was der negativ, also minus 120 Dezibel, was der gerade noch empfangen kann. Jetzt sind wir hier bei 70, also da sind wir noch gut weit weg von dem, was ein guter Empfänger leisten kann. Jetzt sind wir aber hier erst bei 50 oder 75 Metern. So, jetzt stellt sich die Frage, schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Wie groß ist denn diese Freiraumdämpfung, wenn wir das jetzt mal berechnen? Hier haben wir jetzt zum Beispiel mal das typische 27 MHz, kennt jeder von sogenannten RC-Modellen, Fernsteuerautos. 300 Meter Entfernung sind wir bei 51 Dezibel, das ist noch relativ überschaubar, kein großes Problem. Dann haben wir hier zum Beispiel 13 GHz Richtfunk bei 30 Kilometern Entfernung. Oh, 144 Dezibel. Das ist schon eine ganze Menge, das sind immerhin schon 14 Nullen, die wir da eine Abschwächung von unserem Signal haben. Das heißt, wenn wir ein Signal mit einem Watt aussenden, dann bleibt da noch 0,14 Nullen und dann kommt die 1 übrig. Also es ist schon relativ wenig. Jetzt gehen wir das Ganze mal weiter. Sind wir hier bei 1500 MHz GPS, 25.000 Kilometer sind diese Satelliten entfernt. 184 Dezibel, klingt schon recht sportlich. Rundfunksatelliten, geostationäre Umlaufbahn, ungefähr 38.000 Kilometer. 208 Dezibel bei 15 GHz hier zum Beispiel. Und jetzt kommen die richtigen Größenordnungen, beispielsweise die Entfernung zum Mond Erde. Sind wir bei 384.000 Kilometer, 211 Dezibel Freiraumdämpfung. Und extrem Raumsonde Rosetta hier, 405 Milliarden Kilometer sind das, 280 Dezibel. Jetzt würde man sich sagen, kann man das wirklich funktechnisch noch überwinden? Und vor allem, wie macht man sowas? Dazu müssen wir jetzt noch was erklären. Wir haben eben davon gesprochen, dass wir einen sogenannten idealen Kugelstrahler betrachten. Reale Antennen strahlen ihre Leistung aber nicht in alle Richtungen ab, sondern natürlich gerichtet in bestimmte Richtungen. Ich habe hier mal als Beispiel eine Yagi-Antenne im Diagramm genommen. Das kann man sich vorstellen, das ist wie so eine Art Keule, die nach vorne rausgeht. Es gibt noch eine entgegengesetzte Keule. Und was jetzt passiert ist, die gesamte Leistung, die bei der Betrachtung eines Kugelstrahlers in alle Richtungen verteilt ausgestrahlt wird, wird quasi in eine Richtung gebündelt. Dadurch erreiche ich einen Gewinn. Und das Schöne an unseren Dezibel ist jetzt, dass wir diesen Gewinn auch wieder in Dezibel ausdrücken können. Das heißt, den können wir gegenrechnen, gegen diese Freiraumdämpfung. Das heißt, wir gewinnen wieder in einer Richtung Signalstärke, die wir dort generieren. Das kann man sich einfach so vorstellen, wenn man eine Taschenlampe hat. Jede Taschenlampe hat einen Reflektor, einen Spiegel. Das ist letztlich nichts anderes, was man bei einer Antenne auch hat. Kennt man ja die Dishes für die hohen Frequenzen. Und das Taschenlampenbirnchen strahlt ja auch primär erstmal in alle Richtungen und mit diesem Spiegel richte ich die Leistung in eine Richtung und damit kommt der Strahl weiter.
Und genau das Gleiche macht eigentlich auch die Antenne an dieser Stelle. Dann haben wir noch einen Faktor, den wir betrachten müssen. Das ist der sogenannte Rauschpegel und die Bandbreite. Rauschpegel, vielleicht mal kurz erklärt, alles im Universum rauscht irgendwo. Das kommt daher, dass es eine Molekularbewegung gibt. Das ist hauptsächlich von der Temperatur abhängig. Das kann man sich so vorstellen, jedes Molekül, jedes Atom zittert in gewisser Weise und dadurch erzeugt es auch eine Abstrahlung in Form von Wärme, Strahlung in Form von Rauschen, breitbandiges Rauschen. Es verteilt sich über den gesamten Frequenzbereich und hier haben wir jetzt mal als Beispiel aufgeführt, die Rauschleistung, also den thermischen Rauschpegel, das ist sozusagen das Minimum, wo ein Empfänger hingehen kann. Unterhalb des thermischen Rauschpegels werde ich ein Signal nicht mehr detektieren können. Der ist aber wiederum abhängig von der Bandbreite, die ich betrachte. Also das heißt, wenn ich mir einen ganz klitzekleinen Bereich des Bandes ansehe, dann ist entsprechend der Rauschpegel, weil sich der über die gesamte Breite verteilt, entsprechend gering. Sind jetzt zum Beispiel, wenn wir in der Bandbreite von einem typischen Fernsehsignal, sage ich mal, haben oder WLAN oder sowas, dann sind wir hier bei 101 Dezibel, also dBm, wo wir quasi schon die Grenze haben. Bis dahin können wir ein Signal überhaupt noch detektieren. Je weiter wir mit der Bandbreite reduzieren, desto tiefer können wir hier gehen. Und das Interessante ist, gerade in diesem Bereich hier oben, bei den niedrigen Bandbreiten, da steckt ein enormer Gewinn drin. Letztlich macht das einen Unterschied, ob ich ein Signal habe mit 10 kHz Bandbreite, 134 dBm, oder ob ich nur einen Bereich von wenigen Hertz betrachte. Da habe ich dann nur 174 dBm, die ich noch detektieren kann. Das heißt, hier stecken 40 dB, die ich sozusagen noch in Reserve bekomme, wenn ich mit der Bandbreite entsprechend runtergehe. So, jetzt haben wir mal einige Beispiele zu dem Thema. Wie viel Leistung benötigt man denn, um mit einem Astronauten auf dem Mond funken zu können? Hat da jemand eine Idee? Was sind so Schätzungen? Wer hat da eine Idee? Ich sag mal 1 Watt, 10 Watt, 100 Watt, 1 Kilowatt. Was brauchen wir da so? 10 Watt? 10 Watt. Okay, schauen wir mal, ob es stimmt. Also, der Mond ist ja ungefähr entfernt 380.000 Kilometer plus minus. Da haben wir eine Freiraumdämpfung, wenn wir das im 2-Meter-Band betrachten, typisches Amateurfunkband, 180 Dezibel. Klingt zunächst mal relativ viel. Wir setzen mal als Voraussetzung an, die minimale Grenze für ein aufnehmbares Signal, das ist jetzt bezogen auf CW oder SSB, ich muss das immer auf die Bandbreite beziehen, wegen dem Rauschpegel, liege ich ungefähr bei minus 135 Dezibel. Ich habe da jetzt mal so einen Mittelwert genommen. Also da kann man zum Beispiel ein Morse-Signal oder auch ein Sprachsignal in CW noch gut hören oder noch einigermaßen hören. Das heißt also, wir müssen letztlich eine Differenz von 45 Dezibel überbrücken. Wenn wir uns überlegen, dass wir hier eine Freiraumdämpfung von 180 Dezibel haben. Wir müssen mindestens 135 Dezibel erreichen. Das heißt, wir müssen also 45 Dezibel in irgendeiner Form überbrücken. Das können wir einerseits tun, indem wir zum Beispiel die Sendeleistung 10 Watt erhöhen. 10 Watt entspricht, wenn wir das auf Milliwatt bezogen rechnen, ich erkläre das mal kurz, 0 dBm ist 1 Milliwatt. 10 dBm sind 10 Milliwatt, 20 dBm sind 100 Milliwatt, 30 dBm 1 Watt, 40 dBm 10 Watt. Das geht immer so weiter. Deswegen ist es sehr praktisch, diese Einheit. Dann haben wir von den 45 Dezibel schon 40 erreicht. So, fehlen noch 5. Wie können wir die aufwiegeln? Wir haben natürlich keine Rundstrahlantennen oder keine Punktstrahler, die wir verwenden, sondern wir nehmen hier jetzt beispielsweise eine einfache sogenannte HB9CV. Das ist so ein kleiner, ich sag mal so eine kleine zweielementige Antenne, auch von einem Funkamateur entwickelt. Das ist sein Rufzeichen im Übrigen hier, sehr beliebt im Amateurfunkbereich. Die macht hier so circa 6 Dezibel und ich nehme jetzt mal an, wir platzieren eine davon auf dem Mond, eine davon auf der Erde. Dann dürfen wir die auch wieder zusammenrechnen. Schon haben wir 12 Dezibel gewonnen und wir können miteinander funken. Also das bedeutet tatsächlich, mit 10 Watt Leistung kann ich mit einem Astronauten auf dem Mond mich unterhalten. Das ist gar nicht so viel. Jetzt können wir noch mal ein anderes Beispiel machen. Wenn man auf beiden Seiten jetzt eine Yagi-Antenne verwendet, die haben dann schon 15 dB Gewinn. Dann können wir uns ein bisschen was an der Leistung wieder sparen, weil wir ja unsere Leistung im Raum richten. Und
wenn man sich das dann mal ausrechnet, kommt man sogar darauf, dass es theoretisch, ich sage jetzt auch praktisch, gehen müsste, dass man mit 5 Watt, das ist ein Handfunkgerät, hier ist eins gerade, mit 5 Watt und einer Yagi-Antenne, wenn man die aufeinander ausrichtet, mit einem Astronauten auf dem Mond sich in FM unterhalten kann. Sprechfunkverkehr. Das funktioniert. So, jetzt stellt sich die Frage, wie weit kann man denn nun wirklich funken? Also, wir haben Raumsonden in die Galaxis geschickt, beispielsweise Voyager 1. Jetzt schauen wir uns mal die Werte an. Ist eine tolle Sache, für damalige Technik extrem weit entwickelt. Wenn man das heute sieht, was da drin steckt, würde man es heute wahrscheinlich in so einem kleinen CubeSat unterbringen von der Technik her. Aber das ist sicherlich auch der Zeit geschuldet. Wir haben hier eine Entfernung von der Erde rund 21 Milliarden Kilometer. Wow. 282 Dezibel Freiraumdämpfung. Also wir sind jetzt hier bei 28 Nullen. Da wird es jetzt schon langsam viel. Können wir aber trotzdem schaffen. Wenn wir jetzt eine 70 Meter Parabolantenne nehmen, sowas steht beispielsweise für das Deep Space Network zur Verfügung, die haben 70 Dezibel Gewinn. Mit denen können wir diese Strecke auch überwinden. Da muss man dazu jetzt wissen, die Voyager-Antennen, ich habe hier jetzt mal Schrägstriche eingebaut, weil die hat verschiedene Antennen, 35 oder 48 Dezibel Gewinn, je nach Band, was wir verwenden. Das sind verschiedene Frequenzbereiche. Und die Stärke des Voyager-Senders liegt ungefähr bei Low-Mode, Low-Power-Mode bei 9,4, im High-Power-Mode bei 28,3 Watt, im sogenannten S-Band. Ich erkläre das jetzt nicht alles im Einzelnen, es geht mir eigentlich mehr so um die Möglichkeiten, was wir hier machen können. Und bei 23 Watt hier im X-Band. Das entspricht dann ungefähr, wenn man sich das mal als Maximalwerte nimmt, diese 23 Watt, so ungefähr 43 Dezibel. 3 dB ist immer noch mal eine Verdoppelung, also 40 Dezibel plus 3, 20 Watt ungefähr Größenordnung. Damit kommt man dann ungefähr auf minus 121 dBm, die dann auf der Erde noch ankommen, wenn man das mit einem 70 Meter Spiegel empfängt. Und es ist also noch dekodierbar, das bedeutet, wir können auch diese Entfernungen tatsächlich noch mit Funktechnik überwinden. Und man höre und staune mit 20 Watt Leistung. Mehr hat diese Raumsonde nicht. Jetzt kommt das Erstaunliche, also wir Funkamateure sind natürlich nicht die, die 70 Meter Spiegel im Garten stehen haben. Das wäre schön, die würde ich gerne haben, aber da hat die Frau was dagegen. Insofern können wir das auch mit einem 5 Meter Spiegel. Wie schaffen wir das? Das Stichwort Bandbreite, was ich eben gerade angesprochen habe. Man betrachtet einfach einen kleineren Bereich des Ganzen. Und siehe da, diese 40 Dezibel, die wir dann als Gewinn wiederum bekommen können aus der Bandbreite, wir können tatsächlich mit einem 5-Meter-Spiegel die Signale der Voyager-Sonde empfangen. Das kann im Prinzip jeder Funkamateur mit einem 5-Meter-Spiegel. So, welche Möglichkeiten haben wir denn noch, unser Signal über weitere Strecken zu schicken? Oder was haben wir da überhaupt für Möglichkeiten zu optimieren? Ich habe es eben schon angesprochen. Wir können einerseits den Antennengewinn am Sender und am Empfänger steigern. Problem bei der Sache ist, wir bekommen natürlich relativ große Antennen. Zum anderen können wir den Abstand verringern. Das ist natürlich nicht gerade das, was wir wollen, weil ansonsten haben wir ja gerade nicht das, was wir haben wollen, Kommunikation über weite Entfernungen. Ist klar, über kurze Strecken kann ich mit kleiner Leistung kommunizieren. Über größere Strecken wird es dann schon problematisch. Oder ich kann die Ausgangsleistung an meinem Sender erhöhen. Wenn ich so einen 100 Kilowatt Sender zu mir nach Hause stelle, hat die Frau auch was dagegen. Also größere und teure Sendetechnik ist auch keine Alternative. Da haben wir uns jetzt was ausgedacht. Wir haben ja noch den Punkt Bandbreite. Und da steckt enorm viel Potenzial drin. Das ist in den letzten Jahren eine Entwicklung im Amateurfunk, die ist wirklich sehr spannend, weil mit der modernen Technologie Signalverarbeitung mit Computern, SDR-Technologie, sind wir in der Lage, dass wir eben sehr, sehr genaue Filter für kleine Bandbreiten softwaretechnisch entwickeln können und damit sozusagen diesen Punkt hier für uns ausspielen können. Und da gibt es einige Übertragungsverfahren, die ich gerne mal vorstellen möchte, die im Amateurfunkbereich verwendet werden. Das sogenannte Whisper FT8 JT65 sind jetzt alles Begriffe, die ich gleich noch ein bisschen erklären werde. Das sind alles sogenannte Schmalbandverfahren.
Derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass wir überhaupt diese ganze Technologie nutzen können, ist nicht weniger jemand, der einen Physik-Nobelpreis erhalten hat. Nicht dafür, aber für eine Entdeckung, die auch im Zusammenhang mit diesen ganzen Low-Power-Signalen steckt. Das ist der Physik-Nobelpreisträger Joseph Houghton Taylor. Selbstverständlich auch Funkamateur. K1JT ist das Rufzeichen. Ich stelle den Mann mal kurz vor, hier mit seiner Frau auf einem Ball. Ich habe das mal aus Wikipedia entnommen, hier unten steht's. Er ist vom Beruf Astrophysiker, hat den Nobelpreis für Physik gewonnen für die Entdeckung eines Pulsars. Klingt jetzt nicht so spannend, wenn man aber dazu weiß, dass genau dieser Pulsar genau dafür verantwortlich ist, dass wir heutzutage Gravitationswellen messen können, ist das schon eine ganz andere Liga. Der hat unter anderem in seiner Freizeit dieses WSJT-Programmpaket entwickelt, was für die Kommunikation mit schwächsten Signalen gedacht ist. Und das ist für uns Funkamateure ein vollkommen neues Gebiet. Ich sag mal, da hat sich in den letzten 2-3 Jahren enorm viel getan. Und diese ganzen Protokolle, die hier von ihm entwickelt wurden, maßgeblich unter anderem ermöglichen Erde-Mond-Erde-Kommunikation, vielleicht kurz erklärt. Man nutzt den Mond als Reflektor. Man schießt da mit Leistung hoch und das, was zurückkommt, kann man wieder empfangen und darüber kann man kommunizieren, weltweit. Das betrachten wir gleich nochmal ein bisschen. Und mit diesen schmalbandigen Verfahren sind eben Verbindungen mit kleinsten Leistungen über weite Entfernungen möglich, eben am physikalischen Limit. Ich stelle mal kurz ein paar Betriebsarten vor, damit man da ein bisschen Einblick bekommt im Vergleich dazu, was klassische Kommunikation über Sprache und CW betrifft. Wir müssen ja immer die Bandbreite betrachten, die ein Signal hat, um eine Relation herstellen zu können. Wie viele Unterschiede haben wir denn oder wie schwach kann das Signal sein, das wir noch aufnehmen können? Ich habe hier drüben mal als Beispiel ein SSB-Signal, was wir noch aufnehmen können. Das muss also ca. 6 dB über dem Nullpegel sich befinden bei einer Bandbreite von 2500 Hertz. Und ein CW-Signal können wir noch aufnehmen mit minus 5, beziehungsweise der sogenannte CWDX, das ist derjenige, der gut hören kann, der kann das auch noch mit minus 15 dB. Und jetzt kommen diese neuen Verfahren ins Spiel. Und ich möchte noch mal kurz in Erinnerung rufen, 10 dB ist immer Faktor 10, also ein Zehntel der Leistung noch, die ich brauche, um das Gleiche zu erreichen. 15 dB und hier hinten bei Whisper, das ist die, ich sage jetzt mal, extremst schmalbandigste Betriebsart, die wir dort haben, minus 32 dB. Also das heißt, wir haben hier, ich sage jetzt mal, groben Unterschied 40 Dezibel. Das heißt, ich kann ein Signal, was 10, 100, 1000, 10.000 Mal so schwach ist, noch aufnehmen im Vergleich zu einem Sprachsignal, wo ich es gerade noch hören kann. Und das ist sehr interessant. Das Ganze hier auch nochmal bei 100 Hertz Bandbreite betrachtet, das ist typischerweise die Betrachtung, die man in CW wählt. Hier sind wir wieder beim CWDX bei minus 1, also so etwas leicht unter der Filterbandbreite. Und auch da bezogen haben wir immer noch 18 Dezibel weiter, die wir sozusagen, ich sage jetzt immer, ins Rauschen reinhören können. So kann man es vielleicht am besten beschreiben. So, ich stelle mal kurz die Betriebsart Whisper vor, Weak Signal Propagation Reporter. Da haben wir eine Bandbreite von nur 5,9 Hertz. Das ist also extrem wenig. Und das Ganze funktioniert mit einer Frequenzumtastung und einer Fehlerkorrektur. Also man hat hier noch verschiedenste Verfahren, die man zusätzlich verwendet, unter anderem auch den Faktor Zeit. Wir haben Aussendungen, die dauern 2 Minuten, finden auch zu bestimmten Zeitpunkten statt immer. Dadurch haben wir auch wieder so eine gewisse Möglichkeit, schon zu wissen, wann kommt ein Signal, wann erwarten wir dieses Signal. Und mit dieser Technologie können wir mehrere tausend Kilometer mit Leistungen unter einem Watt überwinden. Wir reden hier also nicht von großen Leistungen, die wir heute mit dem Amateurfunksender generieren können muss, sondern wir reden hier wirklich von Milliwatt-Bereich. Das Ganze eben kommt zustande durch den systemischen Gewinn, den ich aus der Bandbreite und aus der Redundanz der übertragenen Informationen und diesen festen Zeitbasen erreichen kann. Dienen tut das Ganze dazu hauptsächlich, um Ausbreitungsbedingungen zu untersuchen. Also ich kann damit sehr genau feststellen,
Wie sehen denn die Ausbreitungsbedingungen in der Kurzwelle oder auch auf höheren Bändern aus? Wann kann ich Verbindungen von A nach B aufbauen? Wann öffnen sich dort Bänder, beispielsweise auf der Kurzwelle? Hochspannendes Thema. Dieses Whisper gibt es, glaube ich, seit beinahe 2-3 Jahren. Ja, also es ist wirklich eine ganz neue Technologie. Das Ganze wird ins Internet eingespeist. Das heißt also, jedermann kann das ansehen und das ist auch mal sehr interessant, dort reinzusehen. Whispernet.org lautet dort die Webpage. Das Ganze sieht dann so aus, wir haben hier die komplette Welt und jeder Punkt hier ist eine Station, die entweder ein Signal empfängt oder ein Signal aussendet. Ich habe jetzt hier mal nur als Beispiel, leider nicht dazu geschrieben, ich glaube es ist das 10 Meter Band, nicht 10 Meter Band, es ist das 30 Meter Band wahrscheinlich. Jetzt sieht man hier schon, also da kommen Verbindungen zustande über Entfernungen, das sind hier durchaus auch mal von hier unten bis da oben oder hier in die Antarktis runter. Auch hier haben wir eine entsprechende Barke platziert. Übrigens der Projektverantwortliche, der Rainer, sitzt hier gleich in der ersten Reihe. Diese Barke befindet sich auf der Neumeier-Station. Das ist eine Forschungsstation am Südpol oder in der Antarktis, auf der unter anderem Funkamateure diese Barke hier platziert haben. Also Entfernungen von, ich sage jetzt mal, 15.000 Kilometer, recht viel weiter, kommt man auf der Erde auch nicht, sonst muss man wieder in eine andere Richtung gehen, kann man damit überwinden. Da fehlt die Folie, fehlt jetzt leider das Bild dazu, genau. Das sollte eigentlich vorher schon kommen. Ich habe hier mal als Beispiel, der Jakob, DD5JFK, hat mir freundlicherweise seine Daten hier zur Verfügung gestellt, beziehungsweise die kann jeder abrufen. Dann sehen wir mal, wie weit kommen wir denn mit Whisper, und er hat folgendes Experiment gemacht. Er hat einen Raspberry Pi genommen und hat einfach an den Raspberry Pi an den GPIO-Port, also ohne Verstärker, wir reden hier wirklich nur von einem Draht, der an diesen GPIO-Port angeschlossen wurde, eine Software dazu, womit man dieses Whisper-Signal generieren kann, und damit sendet er. Das sind effektiv eine Sendeleistung von 10 Milliwatt, die wir erzeugen. Wir haben es mal in etwa gemessen, 10 bis 15 Milliwatt. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wir haben hier die Entfernung, in der das Signal noch gehört wurde. 2000 Kilometer, 3000 Kilometer, das muss man sich mal vorstellen, mit 10 Milliwatt. Das ist wirklich Funken am Limit, mehr geht nicht. Und das Erstaunliche ist, man kann das noch dekodieren. Das heißt also, wir können über diese Entfernung Informationen übertragen, über ein Funksignal mit 10 Milliwatt. Hier sieht man nochmal sehr schön die Entfernungsangaben. Also wir sind hier in Echo Alpha, das ist Spanien, und hier oben hoch ist Niederlande, gell? Finnland, richtig. Ach, ich habe es für die Prüfung auch immer nicht gewusst. Gut, genau. So, also gehen wir noch ein bisschen weiter hier. Hier haben wir auch nochmal ein paar Aussendungen, da hat es über einen längeren Zeitraum laufen lassen, tausende von Kilometern also zu sehen. Wir haben dann noch FT8, das ist eine weitere Betriebsart mit 47 Hertz Bandbreite. Ich erkläre es nur kurz, das sind Aussendungen von 15 Sekunden, die wir hier machen. Auch damit können wir mehrere tausend Kilometer überwinden. Und das Tolle ist, hiermit können wir richtige QSOs fahren. Also das heißt, wir können wirklich uns unterhalten darüber und Signalreporte gegenseitig geben. Im Prinzip das gleiche Spiel, es gibt dafür auch eine entsprechende Internetseite, den PSK-Reporter. Und darauf kann man auch entsprechend die Informationen abrufen. Ja, Kommunikation über Reflexionen an der Mondoberfläche. Da haben wir eine Dämpfung von 243 bis 289 Dezibel, also da sind wir schon fast über dem, was die Raumsonde Voyager betrifft. Auch das ist mit WSJT möglich. Dafür gibt es auch eine spezielle Betriebsart, die nennt sich JT65. Da ist es tatsächlich so, dass man heutzutage mit einer kleinen Yagi-Antenne im Garten 4 bis 5 Meter und 50 Watt Sendeleistung schon die Mondoberfläche als Reflektor verwenden kann. Das muss man dazu wissen, man strahlt nicht den Mond als Ganzes an, sondern man verliert natürlich enorm viel Leistung, die am Mond vorbeigeht. Und der Mond selber ist ein denkbar schlechter Reflektor. Ich glaube, 8-9% werden nur reflektiert. Und trotzdem ist es möglich, mit diesen kleinen, ich sage jetzt mal, erreichbaren Leistungen für einen Funkamateur den Mond als Reflektor zu verwenden.
Früher hat es so ausgesehen, da brauchte man das hier ungefähr, damit man über den Mond Erde-Mond-Erde-Kommunikation machen konnte. Heute reicht ein solcher Beam mit den modernen Betriebsarten. So, ich wollte noch kurz vorstellen, was können Funkamateure noch so alles? Kommunikation am Limit ist ein wichtiges Thema für uns. Wir kommunizieren natürlich in allen Bereichen, Längstwellen, Mittelwellen, Kurzwellen und bis in den Terahertz-Bereich rein. Das ist ein sehr weites Spielfeld, was wir hier verfolgen. Wir kommunizieren unter anderem auch über Satelliten. Vielleicht ganz interessant, wir haben draußen eine Satellitenstation aufgebaut für die Kommunikation über einen geostationären Satelliten, den ES-Hailsat. Das Ganze habe ich in einer Nacht- und Nebelaktion entwickelt, nachdem der relativ vor einem Monat dann doch sehr schnell freigeschalten wurde für uns Funkamateure. Und da können wir live Funkbetrieb in Sprache über diesen Satelliten zeigen. Wir können über Ionisationsspuren Meteore in der Erdatmosphäre erzeugen, kommunizieren. Auch hier wiederum ein WSJT-Modul, MSK-144, ganz kurze gepulste Aussendungen, sodass wir eben über Streifen von Meteoriten Informationen schicken können als Reflexionsoberfläche. Und ein ganz neues Spielfeld ist VHF-URF-Kommunikation mit dem FT8. Hochspannendes Thema. Da ist tatsächlich noch ein Forschungsgebiet. Keiner weiß bis jetzt, was man damit noch alles sehen kann, welche Effekte überhaupt da sind, die wir bis jetzt nie zu Gesicht bekommen haben, weil wir eben mit so kleinen Leistungen jetzt arbeiten können, um weite Strecken zu überwinden an der Stelle. Die Ausbreitungsbedingungen in der Antarktis werden eben auch unter anderem als Forschungsprojekt mit dieser Whisper-Barke der Neumayer-Station untersucht. Und ich sage immer vieles, vieles mehr. Es gibt da eigentlich, es würde jetzt, glaube ich, den ganzen Vortrag sprengen, wenn wir hier noch mehr vorstellen würden. Kommen Sie einfach zu uns an den Stand, an den DRC. Sehr interessant das ganze Thema, was wir alles untersuchen, mit was wir uns alles beschäftigen. Das ist also eine sehr, sehr große Bandbreite. Funkverbindungen am Limit des physikalisch Machbaren. Wichtig auch, wir tragen auch aktiv zur Forschung bei. Also Funkamateure sind auch an Forschungsprojekten involviert. Unter anderem eben das Forschungsprojekt in der Neumayer Station. Kurz vorgestellt noch, wir haben am Stand hier den Funkverkehr über den ESL-Satelliten, den wir präsentieren können, in CW und SSB-Sprache. Das Ganze mit einem HEC-AF und GNU-Radio realisiert, also modernste Technik. Wir können das gerne erklären, alles. Live-Demonstration ist um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr an unserem Hemmobil draußen am Stand. Des Weiteren haben wir hier auch, was habe ich jetzt da? Genau, richtig. Also wichtig ist, wir können also Funkverkehr für jedermann praktisch mit einfachem Setup, und das Ganze ist natürlich Voraussetzung, dass man auch Funkamateur ist, da muss man eine Prüfung machen. Infos zu Ausbildungen gibt es bei uns am Stand auch. Wer sich dafür interessiert, ich kann da nur zu raten, jeder, der technisch experimentieren möchte, der technisch interessiert ist, für den ist das genau das richtige Hobby. Ja, und moderne SDR-Technik können wir auch bei uns am Messestand sehen. Der Charlie 25 hat hier einen sehr schönen Transceiver auf der Basis entwickelt. Absolute High-End-Technologie. Sowas gibt es auch nicht, glaube ich, fertig zu kaufen am Markt. Also das sind wir weit entfernt. Das ist wirklich absolut führend. Ich bedanke mich vielmals, dass Sie mir zugehört haben. Und Funkamateure, wir lieben Technik. Und genau das ist unser Motto. Und jeder, der sich da berufen fühlt, den lade ich gerne zu uns ein. Wir sind vor allem eine große Gemeinschaft, die zusammen gerne Dinge entwickelt und bis an die Grenzen des Machbaren geht. Hochspannendes Hobby. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es noch Fragen, die ich noch beantworten kann? Ja, Sie haben gesagt, Sie haben einen Raspberry Pi verwendet und mit Whisper dort gesendet. Jetzt habe ich nicht verstanden, ist da irgendwas dran außer dem Pin? Haben Sie dann irgendwie einen Draht oder eine weitere Hardware dran?
Können Sie das nochmal kurz erläutern? Ja, kann ich gerne kurz erläutern. Also es ist so, die Software läuft auf dem Raspberry Pi. Das ist letztlich nur ein Pin, ein GPIO-Pin, mit dem wir das Signal generieren. Ansonsten ist da kein weiterer Verstärker oder irgendwas dran. Es ist nur eine Antenne. Ich muss dazu sagen, wir haben da noch einen Filter dazwischen, weil wir natürlich ein Rechtecksignal generieren. Und Rechtecksignale bestehen aus beliebig vielen Frequenzen. Deswegen müssen wir natürlich schon dafür sorgen, dass wir nur das Signal auf einem Band rausholen. Das ist ein sogenanntes Tiefpassfilter. Das ist aber nur ein passives Filter, was also keine Verstärkung erzeugt. Ansonsten wird das Signal quasi direkt vom Raspberry Pi ausgesendet. Nochmal bitte. Und hinterm Filter ist noch eine Antenne dann? Hinterm Filter ist praktisch ein Draht oder eine Antenne, je nachdem. Genau, richtig. Weitere Fragen? Mich würde noch interessieren, wie habt ihr dann festgestellt, dass die Reflexion tatsächlich an dem Meteoritenschweif war? Das ist doch eher selten, und wie ist man dann sicher? Ja, also ganz sicher sein kann man natürlich nicht, an was letztlich die Reflexion stattfindet. Das kann natürlich genauso gut auch ein Flugzeug sein oder irgendwas, was da oben rumfliegt. Aber in der Regel ist es schon so, dass die Reflexion an dem Meteoriten stattfindet. Das Problem ist, ich sende auf Frequenzbereichen, die die Erdatmosphäre verlassen. Also das heißt, ich habe hier keine Reflexion an der Ionosphäre. Das habe ich nur im Kurzwellenbereich. Wir arbeiten aber hier im VHF-UHF-Bereich. Und damit ist das Signal garantiert irgendwo an einem dieser ionisierten Streifen reflektiert worden. Vor allem sieht man es daran, dass es auch nur sehr kurz zur Verfügung steht. Das heißt also, wir reden hier im Bereich von Millisekunden, wo so eine Reflexion überhaupt stattfinden kann. Deswegen senden wir sehr schnell in kurzer Folge redundant die Information aus und hoffen dann, dass eines dieser Pakete einfach durchkommt sozusagen. Genau. Weitere Fragen? Okay. Dann bedanke ich mich vielmals und darf Sie gerne zu uns an den Stand DARC einladen oder um 14 Uhr auch zur Live-Vorführung der Kommunikation mit dem ESL-Satelliten. Übrigens 36.000 Kilometer, die wir dort überwinden, mit 500 Milliwatt. Das ist auch wieder Funken am Limit. Dankeschön.